Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Alan Wake 2. Und natürlich spielen wir das Ganze wie immer in voller 4K Ultra-Auflösung mit Path Tracing an, Ray Reconstruction und DLSS Frame Generation. Und falls ihr mir mal live beim Spielen zusehen wollt, dann kommt auch gerne mal auf Twitch vorbei. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. So, wir schauen am besten mal auf die Map. Genau, ich bin jetzt hier in dem guten Vergnügungspark Coffee World. Hier habe ich noch ein Kultversteck. Wahrscheinlich muss ich hier nach hinten zu den Wohnwagen. Genau. Untersuche meinen Wohnwagen. Suche den Klicker in Watery. Hier habe ich noch einen Kinderreim vergessen. Vielleicht gehen wir noch mal kurz zurück. Mal in welche Richtung ging es da denn? Hier? Nein. Die andere Richtung. Ja, ich weiß nicht. Also die Grafik hat irgendwie was. Muss man echt sagen. Heute gab es ein kleines Update, als ich das Spiel geladen habe. Wahrscheinlich ein paar kleine Bugfixes hier und dort. Aber ich muss sagen, so viele Bugs habe ich bis jetzt noch gar nicht irgendwie entdeckt. Da gibt es ja schlimmere Releases. So, und hier müsste jetzt irgendwo der Kinderreim sein. Um die Ecke rechts, oder? Hier geht es zu dem Funkturm nach oben. Genau. Das habe ich alles mitgenommen hier. Hier kann man nochmal abspeichern. Ich speichere mal ab. Sicher ist sicher. Oh oh. Das hört sich irgendwie nach Gegner an, genau. Headshots und dann geht das Ganze wirklich relativ schnell. Vorausgesetzt, man trifft natürlich.
So, und hier hatte ich ja. Wir schauen einfach mal. So, das sanfte Tier mit prächtiger Krone im Walde rennt am Morgen schon. Bei dunklen Bäumen vorm Jäger, es flieht, auf das den nächsten Morgen es sieht. Da muss ich da irgendwie die Hirschpuppe oder so Macht hinstellen? keinen Sinn. Nein. Denken, Saga. Was macht hier Sinn? Das? Nee. Nee. Walde rennt am Morgen schon. Da brauche ich hier noch etwas. Okay. Ah, das hat funktioniert. Okay. Und jetzt? Wieder irgendwo Gegner. Keine Ahnung, wir speichern mal ab, was ist jetzt passiert. Ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt muss ja wieder irgendwo sein Talisman aufgetaucht sein, oder? Und wahrscheinlich auch noch Gegner. Vielleicht hier oben. Kann ich das jetzt eigentlich öffnen mit den Schraubenzieher? Ja, genial. Okay. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, man braucht einen Bolzenschneider oder so. Oh je, ich glaube, ich habe einen Wolf gehört oder so. Ich habe hier keinen Platz mehr, ne? Hier um die Ecke irgendwo habe ich was gehört. Oder sollen wir erst was ablegen?
Macht wahrscheinlich mehr Sinn. So. Wurfbarer Gasbehälter. Er explodiert bei Beschuss und fügt allem in der Nähe schweren Schaden zu. Ja, stimmt. Vielleicht brauche ich den jetzt noch später. Dann nehme ich. Das lege ich auch noch ab. Ja, ich hoffe, das reicht. Ja gut, jetzt da ich den Schraubenzieher habe, kann ich ja noch einige Sachen aufmachen. Und zwar am Cauldron Lake. Irgendwo hier sind die Wölfe. Hört sich zumindest danach an. Das ist nämlich der Shotgun. Oh. Alter. Nee, ne? War das nur einer? Nichts gedroppt. Ah, die Elchstatue, oder? Ist die nicht neu? Tatsächlich. Ein Talisman. Ah, okay. Das war's. Egal. Das scheint es gewesen zu sein. Wir speichern ab und dann gehen wir wieder zurück. Und ja. Suchen nach dem Wohnwagen. Ja, er rettet sich vor dem Tod. Stimmt. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Jetzt habe ich da schon 3 Stück. Was soll ich da einen reinmachen? Hier erhöht die maximale Gesundheit. Und der hier erhöht die Dauer der Leuchtfackel. Okay. Dann setze ich doch mal einen ein. Schade, dass ich nur 3 habe. Oder 3 benutzen kann, oder? Ja, ich glaube, das mit den Kinderreimen ist eigentlich fast egal, ob man da jetzt irgendwie alle macht. Kann natürlich sein, dass auch zwischendurch mal ein ziemlich cooler Talisman dabei ist. Vielleicht mal nachladen. Kann ich hier noch gar nicht hoch, oder? Ah. Vielleicht, weil alles noch unter Wasser ist. Oder geht es hier hoch?
Aber hier ging es nicht rüber. Stimmt, hier habe ich nochmal so eine Box hier gefunden. Ranger Hütte. Okay. Bringt mir aber nichts. Ich kann hier nicht runter. Also. Dann mal wieder hier abspeichern. Zwei Plätze habe ich noch frei. Alter, was machen die ganzen Wölfe hier? Der müsste ja One-Shot sein, oder? Wo ist der Junge hin? Ja. Alter! Das war knapp. Okay, ich kann meinen Pfeil wieder einsammeln. So, war hier unten nicht. Ja, genau. Kultversteck. Aber da habe ich einen Code gebraucht, oder? Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Oder, Moment mal, kann ich hier auch den Schraubenzieher benutzen? Nein. Hier brauche ich einen Schlüssel, so wie es aussieht, ja. Oder? Ja. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Ist das der Tipp, wo es sein könnte, oder? Von der anderen Seite verschlossen. Ah, okay. Hier muss ich von der anderen Seite rein. Hier kann ich nicht wirklich rein. Das war der Brunnen. Oder hat das was damit zu tun? Andererseits, ja. Ich muss nicht alle Rätsel lösen. Da wird halt wieder Proviant drin sein, denke ich mal. Ah, okay. In die Werkstatt kann ich noch nicht rein. Dann muss es irgendwie hier weitergehen. Hier war ich schon, da habe ich alles, genau. Das sollte ich alles durchsucht haben. Beziehungsweise wir können ja einfach mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Ja, wir haben neue Fälle. Und zwar die Geschichte. Die Geschichte. Das sagt er mir für später. Dann haben wir noch Kinderreime. Genau. Da habe ich einen neuen gefunden. In Watery. Watery? Müsste der da hingehen? Ja. So, und in Watery gibt es auch. Ui, verdammt viele. Puppen,
Da habe ich auch schon alle hingelegt. Dann, das war Cauldron Lake. Da gibt es noch zwei. Bright Falls, da war ich noch gar nicht irgendwie unterwegs auf der Suche nach den Reimen. Und hier. Was sind das für Dinger? Wer war das? Da fehlen auch noch ein paar Sachen. So, Manuskriptseiten. Ja, soll ich noch was upgraden? Hier auf der anderen Seite, hier bin ich auch fertig, oder? Ja. Ich habe 14 Punkte. Feuer 2 Bolzen. Vielleicht mache ich das, aber dafür brauche ich 18. Ich habe 14. Muss es auf der anderen Seite weitergehen. Hier wahrscheinlich, oder? Wir werden gleich fette Gegner sein. Komme ich auch hier runter? Oder? Weil auf der einen Kiste stand ja, was verbirgt sich hinter dem Lächeln, und da war gerade so ein Pappteil. Vielleicht ist ja da ein Schlüssel versteckt, oder? Hinter dem Lächeln. Was war das? Anscheinend nicht. Sonst wäre ja hier etwas. Gut. Ah. Hier gibt es wohl mehrere. Da ist nochmal so ein Teil. Oh. Hier ist aber auch nicht wirklich was, ne? Das würde aber Sinn machen. Was ist die Lieblingsübung des Kaffees? Die French Press!
Macht keinen Sinn. Ja, hier kann ich nicht rein. Ah, Mann, hier ist auch nichts. Gut, dann gebe ich hier einfach mal auf. Und gehe weiter. Ah, hier ist schon offen gewesen, okay. So, das ist der richtige Weg. Genau, hier war ich noch nicht. See you Latte. See you later. Okay. Hier vielleicht was? Hinter den Dingern da? Bringt ja eigentlich auch gar nichts. Ich ja da gar nicht hin könnte. Hinter den Zaun. Okay, jetzt stehe ich hier mitten auf der Straße. Wir können einmal hier und hier hin. Ja, wir laufen einfach mal alles ab. Ah, hier kann ich zum Leuchtturm hoch. Oh. Ist jetzt eine Lunchbox hier, weil immer wenn so komische kleine Steinchen irgendwie aufgetürmt waren, oder? Ich habe ja nichts gesehen hier. Lighthouse. Dann mal hoch. Okay. Wir speichern hier ab. Jawohl. Zwei Gegner. Drei. Ui, 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 ui.
Alter. Der geht ab. Oh, crap. Jetzt geht's ab. Gut, jetzt gibt es weniger Monster. Ja. So, die gingen aber ab. Die wenigstens was gedroppt. So, hier Schraubentier. Ja, die alten Schlösser kann man so öffnen. So, hier ist nichts. Bestimmt eine geile Aussicht, oder? Naja, geht so. Oh, da stehen neue Puppen, Leute. 3 Stück. Ja. Mutterpuppe, Betrügerpuppe und weißer alter Mannpuppe. Ich brauche den Schlüssel. Ja, geil. Ich habe keinen Schlüssel, oder? Nein. Wo ist der gute Schlüssel? Oh, ein weiterer Reim. So, ein alter Wächter von der See, dem Ende nah, verflucht den Ozean, der einst sein Augenlicht ihm nahm. Auf Rache nun ersann, an Wasser, Meer und Ozean, so schlug er ein, aufs blaue Nass, doch in seiner Seele wuchs nur Hass. Ich glaube, die sind einfach nur schlecht übersetzt. Das hat ja dann irgendwie mit den 3 neuen Puppen was zu tun. Dem Ende nah, verflucht den Ozean. Also mache ich das mal. Aufs Wasser. Auf
auf Rache nun ersann an Wasser, Meer und Ozean. Alter Wächter, ist es dann der alte Mann von der See, dem Ende nah verflucht den Ozean. Okay. Ui, wartet mal. Ah, der tut gesessen. Ui. Aber wenigstens hat er hier mein Pfeil wieder. Hat der einen Schlüssel dabei, der gute Seemann hier? Die Shotgun hatte ich gar nicht nachgeladen. Ja, jetzt ist die Frage, ist hier unten dann vielleicht was aufgetaucht? Noch mehr dieser Reime. So, die Mutterpuppe habe ich hier dann gar nicht gebraucht. Ich hab gedacht, hier muss ich noch. Aber okay. Aber wir können jetzt wieder hier rein. Genau, und an die Falltafel. Puppen. Ich habe ja neue Puppen. Hier. Mutterpuppe. Weißer alter Mann. Und ich habe noch den Seemann, oder? Die Betrügerpuppe, genau. In Watery noch ein Reim, der hier. Ach je. Da fehlen noch einige. So, und hier muss ich dann zu der Wohnwagensiedlung. Aber ich würde ja gerne jetzt hier rein. Ist ja mies. Wo soll hier der Schlüssel sein? Hier drüben vielleicht? Also hier war nichts. Oder hier ist doch zu. Ich habe keinen Schlüssel. Ja. Ich habe keinen Schlüssel. Vielleicht hier irgendwo. Tja, ein Schlüssel. Ich speichere aber kurz, falls mir was passiert. Hier ist auch nichts, ne? Soll ich was ablegen? Oh ja.
Das hier. Das nehme ich gleich. Genau. Perfekt. So, wir gehen mal hier hinten weiter. Hier habe ich alles genommen, genau. Ach, was. Hier geht's auch hoch. Und hier geht's runter. Ja, dann muss zwangsläufig irgendwo hier noch was rumliegen, ne? Oder? So. Farbeimer. Oh, Symbole wieder. Okay. Noch ein Kultversteck. Ein Kultversteck. Yeah, okay. Und was brauchen wir da jetzt? Wartet mal, das waren 3. Mit was fange ich da jetzt an? Müssen das dieselben Symbole sein wie hier unten? Macht das vielleicht Sinn? Mal die Dinger nach oben. Yes. Ah, hier doch. Also Kreis, würde ich dann mal sagen, oder wie? Weiß nicht. Ich meine so. Vielleicht doch nicht. Hier sind sie auch wieder. Ist das die 1? Wir schauen mal. Also das Ding nach unten ist die 1 oder wie? Nach oben ist die 2. Und die 3 ist das Nebeneinander. Nicht dann das hier. Aber hier geht nichts auf. Nebeneinander. Und das hier war das spitzige Teil nach oben. Das nicht gemacht. Das war das spitzige Teil nach unten, oder? Die Pfeile nach unten.
unten, ne? Die Pfeile nach unten. Die Nummer 1. Und das waren die seitlichen. Ja, keine Ahnung. Wenn nicht, dann gehe ich weiter. Nach unten? Oder gibt es... Nein. Zwei war nach oben. Und das macht es doch keinen Sinn, oder? 1, 2 und 3. Oh. War 3. Das waren die nach unten? What the f... 3. Ups, 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 ups. Meine Schuld. Gut. Oh, crap. Fast alles wieder voll. Ich denke mal, wenn man da nicht alles findet, macht es keinen großen Unterschied. Behaupte ich jetzt einfach mal. Man hat halt ein bisschen weniger Items. Mal ablegen, dann schmeißt er sie einfach irgendwo hin, oder? Ist verloren. Oder liegt er irgendwo hier rum? Naja, wieder was gelernt. Gut, wir speichern ab. Wir gehen weiter. 2 nach unten, ne? Ich suche ja immer noch den Schlüssel für den Leuchtturm. Vielleicht hier irgendwo. Bei Ihnen zu sein. Oh, die Freude ist ganz meinerseits, Terry. Also, Sie haben etwas ganz Besonderes für Hirschfest geplant. Erzählen Sie uns davon. Ja, ich arbeite an einer Reihe von Kuckucksuhren aus Linde. Aber das Besondere an ihnen ist, wenn es Kuckuckszeit ist und man damit rechnet, dass ein Vogel herausschaut und zwitschert, kommt ein großer Hirsch raus. Das ist wirklich toll. Ja, ziemlich cool. Ja, ziemlich cool. Also. Geschlossene Tür. Auf der Seite stand, dass ich hier einen Kultisten treffen würde. Bleib auf der Hut, Saga. Tja, dann schauen wir einfach mal.
So, Spiel ist gespeichert. Moment mal, vielleicht mache ich das hier mal irgendwo rein. In die Schnellauswahl. Auf 2. Was soll ich hier untersuchen? Ah, das hier. Bürgermeister Setter begrüßt Ihre harten Fragen. So, hier ist nichts mehr zum Mitnehmen. Wäre doch sicherlich ein gutes Versteck, oder? So, Wohnwagensiedlung. Yeah, jetzt geht's ab. Es ist im Regen. Ich darf kein Wasser trinken oder baden. Nie wieder. Schnaps. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Sehen nicht wie Kultisten aus. Das hilft nicht! Ich bin nicht ich selbst! Wie kämpft man dagegen an? Wir sind zu alt! Verzeih! Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Gerade rechtzeitig, meine Liebe. Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun dir nicht gut und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebellen. Du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Sei kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Skat der Hölle, bitte! Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe. Wir sind eine Familie. Die Andersons. Wikinger. Götter. Es ist so schön, dich endlich zu sehen, Saga. Ich bin dein Großonkel Odin. Und das ist dein lange verschollener Morfar. Kerasaga. Er ist ein Großvater. Und ich bin der Allvater. Genauso verrückt wie alle anderen auch. Genauso betroffen. Ich muss konzentriert bleiben. Und mir den Wohnwagen ansehen. Ja, ich schau mich mal. Du bist bestimmt beschäftigt, meine Liebe. Wir wollen dich nicht aufhalten. Komm jederzeit vorbei. Bei unserem Ort der Ruhe. Im Pflegeheim Valhalla. Ja, ich schau mich mal um.
Beziehungsweise... Ja, ich frag den mal aus. Ihr Name ist Anderson? Genau wie du, Kleine. Thor Anderson. Odin Anderson. The Old Gods of Asgard. Das ist unsere Band. Du bist Saga Anderson. Verdammt doch mal. Eine Wikingergöttin. Das hört sich nicht gut an. Thor, Odin, Saga, alles nordische Namen. Und derselbe Nachname. Ein Zufall? Hat die Geschichte ihren Namen zu meinem geändert? Also weißt du, wo der Trailer der Andersons ist? Direkt hinter uns. Wir haben ihn beobachtet, seit du gegangen bist. Aha. Danke für die Hilfe. Jederzeit, Kleine. Ihr beide hattet wohl ein bisschen zu viel Spaß. Sie durchschaut uns, Bruder. Sie hat die Macht. Das schreit nach einer verdammten Feier. Die kleine Saga. Ganz erwachsen und wieder zu Hause. Ja, wir haben was getrunken. Nur zum Probieren. Der berühmte Anderson-Schnaps. Der Nektar der Götter. Willst du auch was? Nein, danke. Willst du auch was? Okay, Habt ihr ein paar Verrückte mit Hirschmasken gesehen? So viel habe ich auch nicht getrunken. Je leerer die Flasche, desto schöner die Dinge, die man sieht. Mit einem Auge ist es sogar noch besser. Okay, vergiss es. Tja, gut, wir schauen uns um, weil... Ja, hier scheint ja einiges herumzuliegen. Noch mehr dieser Kinder-Lunchboxen. Jawohl. Endlich. Her damit. Wir haben Zeit. Blam will es sich nicht mit uns verscherzen. Wir haben Zeit. Blam will es sich nicht mit uns verscherzen. Okay, Sackgasse. Muss das zerschneiden. Okay, dafür brauche ich wohl einen Bolzenschneider, oder? Weiter. Okay, die Tür war jetzt offen. Ein guter Pfeil, damit ich wieder da daneben schießen kann. Das war die Liste mit meinen Lieblingsparkbänken in Bright Falls. Und jetzt möchte ich nur noch etwas vom letzten Mal klarstellen. Jemand hat sich einen blöden Scherz erlaubt und behauptet, Wendy Davis von Davis Family Beef Jerky wäre tot. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Deshalb rufe ich Wendy jetzt an, um diesem dummen Gerücht ein Ende zu setzen. Und, oh, wie es aussieht, ist sie bereits in der Leitung. Wendy, schön, sie zu hören. Hallo, Pat. Okay, das ist nicht Wendy. Nein, hier ist Jim Figgamore. Sie wissen doch, wir wollten heute die Ankündigung machen. Oh, das war heute? Wir heißen Jim Figgamore, willkommen, den Direktor des Laientheaters von Bright Falls.
Hallo Jakob. Oh yeah. Wer ist dieser überaus attraktive Kampfkunstmeister? Ich bin's, dein Bruder Ilmo. Jetzt erkenne ich dich, aber Ilmo, warum bist du so komisch angezogen? Das Hirschfest steht bevor und deshalb machen wir Tata! Wir schnibbeln die Preise für alle personalisierten Hirschfestwagen in Stücke. Festwagen, die vom preisgekrönten Team des Kalevala Knights Motorradclubs gebaut wurden? Den letztjährigen Gewinnern der Trophäe für den besten Hirschfest-Tierfestwagen, der aber kein Hirsch ist? Von genau diesem Team. Und was euch umhauen wird, ja, sind unsere neuesten Wagendesigns. Wir haben alles fertig. Hirschfestwagen, Restaurantfestwagen, Festwagen, die wir auf keinen Fall im Fernsehen zeigen können. Unsere Festwagen werden Ihre Freunde sicher beeindrucken. Machen Sie einen Heiratsantrag. Oder stellen Sie einen Kollegen in den Schatten. Und nach dem Hirschfest geht es weiter. Unsere Festwagen sind perfekt für Hochzeiten, Geburtstage, Bar Mitzwas oder Ihrer Kinzikanzinera. Unsere Festwagen sind für jeden Anlass ein Volltreffer. Aber warum sollten Sie uns glauben? Hören wir, was einer unserer vielen zufriedenen Kunden zu sagen hat. Ich war beim letzten Hirschfest. Festwagen waren klasse. Einer war ein Schwan. Na bitte, alles haben von angetan. Sehen Sie, da haben Sie es. Preisgekrönte Festwagen zu verbilligten Preisen, die Sie voll umhauen werden. Bestellen Sie noch heute. Ja, klasse Werbung, würde ich mal sagen. Was für ein schönes Reh. Warum kann ich die eigentlich immer streicheln hier, die Dinger? Komisch. Habt ihr Artischoken verpasst? Na und? Dieses deprimierende Tagmesser. Steckt zu viel Wahrheit. Heroes Tango ist erbauend. Musik für die Seele. Nichts, 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 oder? Ja, da hätte man eigentlich ruhig mehr verstecken können, oder? Hier, Anderson 2. Ja. Dann geht's jetzt wohl ab. Ich nehme mal die Shotgun. Es stinkt nach Alkohol. Stimmt. Kommt wohl hin. Was ist das hier? Ein Wortspielbuch von Ilmo. Stehen wir uns in der Geschichte nah? Okay. Das würde sein Verhalten erklären. Habe ich in seiner Fiktion das Büro verlassen? Und hier? Nee, das war's. So. Unser tiefstes Mitgefühl, Agent Anderson, für Ihren Verlust. Das FBI ist sich bewusst, dass dies eine sehr schwere Zeit für Sie ist. Ich kann Ihnen persönlich versichern, dass wir uns um Ihr Wohl sorgen und Ihnen die Zeit geben möchten, die Sie für die Bewältigung dieser Tragödie benötigen. Ach, das ist anscheinend Ihre Tochter gestorben.
was wahrscheinlich nur Fiktion war, oder? Das FBI ist für Sie da. Wir heißen Sie gern wieder an der Arbeit willkommen, wenn Sie dafür bereit sind. Wir schätzen Ihren scharfsinnigen Verstand sehr und hoffen, Sie bald wieder in unseren Reihen zu begrüßen. Herzliche Grüße, Supervisor Special Agent Stacy Merrow. Ja. Genau. Hier, Ihre Tochter, ein Bild davon. Okay. Macht also soweit irgendwie Sinn. Und dann Alkohol. Macht dann auch Sinn. Oh, sehr viel Alkohol. Was war da hier? Das hier? Vor Jahren. So. Wake hatte recht. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Okay. Check. Und das hier? Das ist Mamas Handschrift. Okay. Die Oma geschrieben zum Geburtstag. Wann? Alles erinnert mich an Logan. Das könnte ihr Zimmer sein. Langsam wird es zu real. Zu persönlich. Jawohl. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskeller-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Ah, da haben wir es. Sie ertrinkt. Nein! Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Scheiße! Sie ist in der Schule. David. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Klicker es stoppen kann. Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Oh yeah. Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Der Kult des Baumes. Mulligan ist ein Kultist? Was zum Teufel geht hier vor sich? Ja, jetzt geht's wirklich gleich ab. Bleibt nicht stehen, der Junge, ne? Der Kult des Baumes. Thornton auch. Verdammt nochmal. Und jetzt sind sie alle Besessene?